Die italienische Küstenwache hat 7 Personen, darunter eine Frau und ihr neugeborenes Kind, in ihre Obhut genommen. Sie waren zuvor wie 475 weitere Menschen von einem Schiff der Hilfsorganisation Sea-Watch im Mittelmeer aufgegriffen worden. Dieses hatten sie zu überqueren versucht, um in Europa Asyl zu beantragen. Sea-Watch fordert, auch die sich noch an Bord des Rettungsschiffs befindenden Menschen an Land gehen zu lassen. Die Hilfsorganisation meldet, dass eines ihrer Flugzeuge ein weiteres Boot im Mittelmeer gesichtet hat, auf dem sich dicht gedrängt rund 40 Menschen befinden. Es sei ein Notruf abgesetzt worden. Auf der italienischen Insel Lampedusa ist das Auffanglager überfüllt. Eigentlich ist es für 250 Menschen ausgelegt, derzeit befinden sich dort aber 700. Am Sonntag und Montag sind auf mehreren Booten insgesamt 349 Menschen eingetroffen.